Anbuddeln 2021 am Altrhein. Auto ist gepackt, wir fahren mal los. Und ab jetzt wird nichts mehr getragen, sondern nur noch gut geschoben. Der Wetterbericht sagte Sonne. Naja, Sonne mit Filter. Das Hochwasser hat der Sandbank tatsächlich komplett den Rest gegeben. Alle Bäume sind geknickt und das Hochwasser hat sogar den Sand bis oben auf die Uferböschung gespült. Letzten Sommer war das hier noch richtig schön grün. Aber alle Bäume sind inzwischen einfach im wahrsten Sinne des Wortes ertrunken. Es ist irrsinnig viel Müll angespült worden. Aber wir werden da unten jetzt erstmal mit dem Trocken- und Schwemmholz ein Feuer machen und dann ein bisschen grillen, bevor wir die Rinne ins Wasser stellen. Warum zeige ich euch das? Das sind alles noch Aufnahmen, als ich nur auf Facebook meine Videos gepostet hatte und noch nicht mal richtig an YouTube gedacht hatte. Aber eines Tages schaute ein Thorsten Marx sich diese Videos an und meinte, du musst unbedingt damit auf YouTube. Du erzählst da eine Geschichte über unser bestes Hobby, was wir haben können, das Goldwaschen. Und herzlichen Dank, Thorsten. Das Ermutigen hatte doch so ein bisschen Erfolg. Und wenn ihr mal einem richtigen Profi bei der Arbeit zugucken wollt oder wie er geologisch einfach Gesteine irgendwie identifiziert, dann geht doch mal auf Freiheit durch Gold. So, ich habe Feuer gemacht. Ich hatte ein Feuerzeug. Ach ja, nun gut. Jetzt lassen wir das runterbrennen, damit wir anständig Glut zum Grillen haben. Fangen wir mal an, ein bisschen Staudamm zu bauen. Noch ein bisschen mehr Holz drauf, damit die Glut besser wird, fangen wir an zu buddeln. Thank you.
Traurig, traurig. Zu wenig Zug in der Rinne. So bleibt das Material in der Rinne liegen. So wird das nix. Aber einfach nicht aufgeben. Das ist jetzt die Devise. Wir haben ja noch was anderes dabei. Inspiriert durch den Goldrausch in Amerika und die Waschschüsseln, die sie damals verwendet haben, musste jetzt mal eine Batea her. So neu wie sie war, das die Premiere, um einfach bei wenig Zug in der Rinne, wenigstens mit der Waschpfanne, ein bisschen Gold zu schürfen. Das meditative Kreisen mit der Batea macht schon extrem viel Spaß. Und der große Vorteil ist, sie hat in der Mitte noch eine kleine Versenkung, so dass das Gold, wenn man durch die strudelnde Bewegung, auch wirklich tatsächlich an den tiefsten Punkt der Pfanne geht. Eigentlich eine ganz einfache Variante, um tatsächlich Gold zu schürfen. Hier seht ihr mich mit der Batea, mit ganz wenig Material, erst übend. Inzwischen ist es so, dass man die Batea eigentlich richtig vollpacken kann, um dann auch tatsächlich das größere Ergebnis zu bekommen. In der ersten Waschpfanne war nichts, aber in der zweiten hier haben wir tatsächlich schon einen kleinen Goldflitter. Also, die Batea funktioniert. Im Gegensatz zur Rinne, die immer noch wenig Zug hat. Schauen wir mal, was das Feuer macht. Bisschen runterbrennen lassen und dann schön den Grill drauf und schön den Gummiadler auf den Grill. Das wird fein. So, der Gummiadler liegt drauf und darf jetzt in aller Ruhe schön durchschmoren. Heiß, richtig heiß. Also die Glut passt, aber solange können wir noch eine Runde durchs Wohnzimmer spazieren. Yum, yum, wird das lecker. Es ist schon erschreckend, was so ein Hochwasser bewirken kann und vor allen Dingen, was es alles mit sich führt. Teppiche, Parker, ganze Autoreifen, Autoreifen von Fulda. C- und D-Rohre. Schon sehr erstaunlich, mit was für einer Macht das Wasser so viel Dreck und Müll von Menschen anschwemmen kann.
Ganze Einkaufswegen sind dabei, die natürlich total mit Müll und Holz verschachtelt sind. So, schauen wir einfach mal, was der Grill sagt. Jo, jetzt könnte es dann langsam passen. Boah, ist das heiß. Mein Gott. Ja, das wird gut. Die werde ich mir jetzt gleich munden lassen. Ich erzähle euch gleich, wie es geschmeckt hat. Ha! So, zweimal Gummiadler verdrückt, satt, ja, zu satt, vielleicht übersatt, egal, wir machen noch ein bisschen weiter. So ein bisschen muss noch sein, aber nicht allzu lang, weil die Sonne geht auch bald wieder weg und es wird richtig kalt. Aber ein Glück windet's nicht so wahnsinnig. Feuer noch ein bisschen an für Hände wärmen und jetzt noch eine Runde loslegen. Da wir nicht genug Zug in der Rinne haben, machen wir heute bis Feinarbeit. Schön erstmal das ganze Material durchsieben und anständig durchwaschen, das nennt sich nämlich Steine waschen. Und dann einfach mit der kleinen Pfanne das Ganze schön vorsichtig aufschütteln. Nicht zu wild, damit das Gold auch dahin kommt, wo es sein soll, am Pfannenboden. Hin und her bewegen, schwenken, in aller Ruhe Stück für Stück den Dreck vom Gold waschen. Und so kommt es, dass man ein bisschen Mikrogold drin hat. Eine Krabbe, aber das war's. Na dann, hören wir für heute auf. Beim Penning bekommt man ganz schön kalte Pfoten. Noch ein bisschen die Pfoten wärmen. So ihr Lieben, das war's mal wieder. Man ist das dreckig. Ja, war ein schöner Auftakt, einfach irgendwie hier im Altrhein. Mal gemütlich eine Runde buddeln. Ja, für so kann es in meinen Augen mal weitergehen. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Reuch, Gold in der Pfanne, bleibt mir gesund und wenn euch das gefallen hat, lasst doch einfach irgendwie ein Abo oder auf jeden Fall mal ein Like da. Das wäre doch nett. Das war's von Goldigen Christian. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.